Willkommen zurück auf der Therapie-Couch für Filme, der 42. Ausgabe von Kino und der Couch, einem Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie-Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem diesen Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir Jojo Rabbit von Taika Waititi auf die Couch. Mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und der 42. Ausgabe von Kino und der Couch ist wie immer noch der Patrick Marki zum einen dabei. Hallo Patrick. Hallo, schönen guten Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin ja überrascht, dass nicht der Herr Littler sagt so in der Richtung. Ja, ich habe kurz überlegt, aber ich habe mir dann doch sämtliche politisch inkorrekten Witze verkniffen, weil wir sind ja heute nicht zu zweit unter uns, sondern wir haben noch jemanden mit dabei. Ja, wir haben dich als dritten Mann im Runde diesmal noch dabei, den Filmkritiker, Filmkurator und Filmwissenschaftler Martin Thompson. Hallo Martin. Ja, hi. Freut mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ja. Uns freut es vor allem sehr, weil du hast dich auch schon immer wieder lose und stärke mit Nationalsozialismus im Film und die Darstellungsweisen von Nazis und Hitlers im Film beschäftigt. Und ich glaube, das wird auch eine sehr spannende Perspektive, die du uns da mitbringen kannst. Eine sehr kluge und ausgefeilschte. Und wir hören dir gespannt zu, Martin. Oh, das weckt jetzt extrem hohe Erwartungen. Ich hoffe, ich erfülle die. Aber ja, nein, ich habe auf jeden Fall mich ein bisschen damit beschäftigt, ja, kann man sagen. Ja, du schreibst auch deine Dissertation auch darüber und hast auch eine Doktor- und Habilitationsarbeit auch darüber geschrieben, oder? Ich glaube, du bist da schon, oder machst du nicht eine Professur darin? Ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist. Nein, nichts dergleichen. Also eigentlich bin ich eher so mit existenzialistischen Themen unterwegs. Verhältnis von Tod und Bild und jetzt habe ich mich viel mit Licht beschäftigt. Also es sind meistens, aber wurscht, das passt da jetzt gar nicht. Ja, es tut mir leid, ich wollte nur Blödsinn sagen und anscheinend nimmst du mich zu ernst. Okay. Aber das passt ja auch zum Thema, weil wir wollen ja heute darüber reden, über diese Karnevalisierung vom Nazitum und vom Hitler in dem Film Jojo Rabbit. Das heißt auch hier, wie kann man mit, was sollen wir ernst nehmen, was sollen wir nicht ernst nehmen oder wie sollen wir gerade durch das Lächerliche machen politisch aktiv werden, könnte man auch sagen. Und ich glaube, das wird auch eine spannende Diskussion werden. Bevor wir da ansetzen, Patrick, könntest du noch sagen, worum es eigentlich gegangen ist in Jojo Rabbit? Selbstverständlich, sehr, sehr gerne kann ich das sagen. Der kleine Johannes, genannt Jojo, lebt zu Zeiten des späten Zweiten Weltkriegs mit seiner Mutter in Nazi-Deutschland und ist selbst ein überzeugtes Mitglied der Hitlerjugend. Auch wenn er aufgrund seiner Friedfertigkeit und bisweilen Tollpatschigkeit nicht immer perfekt in das soziale Gefüge passt, so findet er Halt und Zuspruch in Form seines imaginären Freundes Adolf Hitler, der ihn ermutigt und mit nationalsozialistischen und judenfeindlichen Pep-Talks unterstützt. Als Jojo eines Tages nach einem Handgranatenunfall jedoch gezwungen ist, mehrere Tage lang zu Hause statt bei der Hitlerjugend zu verbringen, macht er dort eine überraschende Entdeckung mit unvorhersehbaren Konsequenzen für den kleinen Jungen. Wir sind gespannt, was es sein könnte. Also Martin, ich würde dich gerne fragen, wie es dir gefallen hat, aber du kannst sofort in Spoilers gehen, auch wenn das der Patrick anscheinend vermieden hat und sogar vermieden hat, was zu sagen, was eigentlich im Trailer verraten wird. Aber gut, also Martin, wie hat dir eigentlich der Film gefallen? Ja, nein, ich war wirklich überrascht. Ich besonders von der Campy-Haftigkeit, der Queerness teilweise, der Drag-Artigkeit. Also damit hatte ich gar nicht gerechnet. Es war ein interessantes Wechselbad an Stimmungen, die ich durchlaufen bin, als ich den geguckt habe. Also ich war ergriffen, teilweise verzaubert, dann amüsiert. Und das ging immer so hin und her. Und der Film hat das sehr gut hinbekommen, dass sich das manchmal sehr bruchartig angefühlt hat und manchmal dann doch wieder auch sehr organisch. Also dieses Hin- und Herschwanken zwischen Tragödie und Komödie, das fand ich sehr erstaunlich. Und ich fand ihn sehr lustig. Also ich fand den Humor extrem ansprechend und sehr, sehr körperlich vor allen Dingen. Und diese ganze Umkodierung mit der Nazi-Ikonografie, die der Film betreibt, fand ich sehr spannend, ja. Ja, da werden wir sicherlich auch tief noch reden können darüber, also gerade die Umkodierung der Nazi-Ikonografie und wie das auch irgendwie verqueert wird. Oder ich bin auch sehr gespannt, was du da alles genau inkludierst eigentlich. Aber ich glaube, bevor wir da noch tiefer reingehen, Patrick, wie fandest du diese Queerness? Mir hat der Film auch sehr, sehr gut gefallen und ich muss tatsächlich sagen, dass die, wie du es so schön genannt hast, Martin, Campiness oder die
ja, keine Ahnung, der Nazi-Sleaze-Humor meinetwegen, der im Trailer angedeutet wird, also wenn man einen Trailer schaut, ist der im Film dann schon vorhanden, aber gar nicht so dominant, gar nicht so viel, wie ich es zumindest erwartet hätte. Das heißt, der Film war viel herzerwärmender, viel tragisch, traurig, schöner, als ich es erwartet hatte. Und das hat mich unerwartet getroffen und deswegen fand ich ihn sehr schön, sehr wertvoll. Also ich würde ihm insgesamt, ja, 8 von 10 imaginären Hitlers, die durch das Fenster gestoßen werden, geben. Okay. Ja, ich glaube, ich bin dann anscheinend der, dem es am schwierigsten gefallen ist, das Ganze mit dem Film mich anzufreunden. Also ich fand ihn gut, aber ich muss sagen, ich habe, glaube ich, bei Taika Waititi Filme sehr große Erwartungen einfach und Ansprüche und ich finde, ein Film wie zum Beispiel Hunt for the Wilder People hat wesentlich geschickter diese Verbindung aufgemacht, diesen Brückenschlag gemacht zwischen absurder Komödie, Sehr Komik, schön, Entschuldigung, absurder Komik. Das ist ja absurder polnisch gewesen, ja. Komik. Fängt gut an. Und intimer, tiefer Emotionalität, die diese Figuren miteinander empfinden und die ich zu den Figuren empfinden. Und ich glaube, ich habe das in dem Film wesentlich plakativer gefunden in vieler Hinsicht. Aber vielleicht muss ich es mit dem Begriff der Campiness erarbeiten, durcharbeiten. Ich muss auch gestehen, das ist so ein Film, wo ich echt im Kino saß und ich bin derjenige, auch der es am wenigsten Zeit hatte, das jetzt ein bisschen sitzen zu lassen, ein bisschen tiefer damit verarbeiten zu können, weil ich den Film erst gestern am Abend gesehen habe und irgendwie habe ich auch auf Teufel komm raus den Film irgendwie für die Couch geschaut und nicht für mich selber. Das heißt, es ist, Diese ja, Aufopferung selbst, da die ist ich weiß, bewundernswert. ich Aber weiß. gibt es denn Nee, ich. irgendwas, würdest du denn sagen, jetzt, der gefällt dir oder nicht? Kannst du das Nee, irgendwie? nee, ich würde schon sagen, dass es mir gefällt, aber eben nicht bei weitem so gut. So euphorisch wie ihr würde ich ihn nicht, konnte ich nicht rezipieren. Also ich fand ihn in vieler Hinsicht plakativ einfach, um schon was vorwegzunehmen. Aber ich glaube, ja, dann kann man wieder sagen, ja, das ist so gedacht. Aber zum Beispiel wie die Trümmerfrauen und die Ikonografie der Trümmerfrauen reinkommt, das ist so, ja, es sind so Versatzstücke, ikonische Versatzstücke von Nazi-Filmen, die ich kenne, von Nazi-Sentimentalität, die ich kenne. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so subversiv ist, wie er glaubt, mit dem etwa umzugehen, in diesen Stellen etwa. Aber warum, Und was fehlt für diese Subversivität? Also was lässt sich das dann kritisieren? ich glaube, wie gesagt, das ist zu offensichtlich passiert. Ich meine, dass der Film beginnt mit einer Farbpalette, die orange, kräftige Grüntöne hat und helle Blautöne und dann in den Winter umschwenkt, wo alles duster ist, wo alles ganz dunkel oder trist irgendwie erscheint und dann muss man noch sehen, ja, da die eine Frau, die gegen die Wand sich lehnt und traurig erscheint, trist erscheint und dann kann man weiter nach links und wir sehen Jojo, wie er auf die Trümmerfrauen schaut und es ist mir ein bisschen zu bekannt vorgekommen. Ich glaube, ich hatte mir mehr erwartet oder zu viel erwartet in dem Kontext. Was du einklagst, ist eigentlich vielleicht wirklich die Originalität, nicht? Es ist recht Ja. lustig, weil ich habe den Film auch mit Leuten gesehen, die den gar nicht so lustig fanden und die sich halt auch wirklich darüber beklagt haben, dass sie einfach das, was dort betrieben wird, von woanders her schon kennen und teilweise sogar besser kennen in der Ausführung. Ja. Ich will aber auch wirklich nicht von Euphorie sprechen, wenn ich jetzt so meine Haltung zu dem Film beschreiben müsste. Also Euphorie ist dann doch zu hoch gegriffen. Also Okay. ich war überrascht. Es ist ein guter Film, aber es ist jetzt auch kein Meisterwerk, würde ich sagen, Also wie viele Hitlers, die aus dem Fenster getreten wirst, hast du ihm gegeben? ja. Ich würde ihm vielleicht 8 von 10 geben. Also ich, ja. Da gehen wir beide sehr konform. Ja. Ich meine, auch ich würde den Film jetzt nicht mit höchsten euphorischen Tönen bezeichnen. Ich finde ihn nur, ja, herzerwärmend. Also bei mir hat er gut gewirkt, obwohl er eigentlich von der Struktur relativ klassisch ist letzten Endes, also von dem, was da passiert. Aber was halt neu ist oder was ich in dieser Form noch nicht kannte, ist eben das Vermengen von diesen humoristischen Elementen mit dieser klassischen Tragödienstruktur, wenn du so willst. Und das, ja, hätte man vielleicht noch ein bisschen besser ausarbeiten oder ein bisschen perfektionieren können, aber ich finde, es funktioniert trotzdem recht gut. Ich glaube, für mich funktionieren manche Szenen sehr gut. Für mich funktionieren Szenen mit Scarlett Johansson zum Beispiel exzellent. Also ich finde, das sind sehr gewieft inszenierte Szenen, die auch
gut wirken, wo auch diese Emotionalität reinkommt. Aber dann wird es immer wieder durchbrochen oder zersetzt mit Szenen, wo die ich halt plakativ finde. Ich glaube, das ist so mein, also wahrscheinlich eh genau das, was du gesagt hast, Martin, wie deine Bekannten reagiert haben. Nämlich, mir reicht es, solche Momente zu haben, die wirklich emotional sind, wenn sie auch sehr dick sind, dick aufgetragen sind, solange sie eine gewisse, ja, ich bewege mich im Kreis, Originalität meinetwegen haben. Also ich finde es schön, wie einfach immer wieder die Schuhe ins Bild gerückt werden, wie das Tanzen verwendet wird. Das sind alles Momente, die wirklich menschlich sind für mich. Und ich brauche da halt nicht die Trümmerfrauen dazu. Das ist, glaube ich, die Sache. Ja, aber die Trümmerfrauen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das sind ja nur so Markierungen und Reflexe sozusagen, ja, um diese Sache historisch zu verorten und direkt die ganze Bildermaschine springt an, die wir mit diesen Bildern verknüpfen. Und ich glaube, das wird nur so kurz wachgerufen und drumherum passiert eigentlich das eigentlich oder das Interessante bei dem Film, nicht? Also er arbeitet sich gar nicht so stark ab an diesen Klischeebildern. Er bedient sie ja auch teilweise, aber ich glaube nicht in diesen Momenten von den Trümmerfrauen. Er macht das aber auf einer, drumherum baut er sehr viel, was dann doch irgendwie, dann doch, finde ich, origineller ist. Also ich fand zum Beispiel diese Szene, wo die Gestapo zu Besuch kommt, extrem interessant und extrem witzig und absurd und tragikomisch. Ich weiß nicht. Also ich glaube, da passieren eher die Dinge in dem Film. Ja, aber du sprichst schon eigentlich was extrem Spannendes eigentlich an mit der Bildermaschinerie, weil natürlich auch schon diese Szene ja auch wiederum Referenzen von Referenzen sind. Also wir halt eigentlich so ein Film wie Spielbergs, wie heißt der jetzt, Indiana Jones Teil? Sorry, Leute. Der Jäger der verlorenen Schatzes. Raiders of the Lost Ark, ja. Raiders of the Lost Ark, danke. Raiders of the Lost Ark, das schimmert ja durch irgendwie, oder? In der Art, wie Steven Merchant eigentlich spielt, oder? Oder ist mir nur so ergangen? Also wir haben konstant irgendwie so ein Zitieren der Zitate, was eh vielleicht reinkommt mit dieser Campiness, was du eigentlich gesagt hast. Ja, durchaus. Stimmt, bei der Gestapo-Szene habe ich es gar nicht allzu stark empfunden, aber du hast natürlich recht. Also nur die Art und Weise, wie er sich dann bewegt, der oberste Gestapo-Mann, das war schon sehr lustig. Also er hat ja eher diesen, die Figuren bewegen sich ja und sprechen so wie Menschen in der Jetztzeit, nicht? Und das weicht dann schon irgendwie ab, finde ich. Also selbst da glaubst du wirklich, dass hier also Zitate zitiert werden, oder ist das Problem, sage ich mal, Anführungszeichen, nicht einfach die Omnipräsenz von Hitler und dem Dritten Reich in der Popkultur, dass es einfach schon so oft in verschiedenen Formen dargestellt und abgearbeitet wurde, dass es, glaube ich, relativ schwierig wäre, jetzt hier etwas Neues oder anderes zu finden, wie man das dann darstellt und an dem man sich orientiert. Also ich glaube einfach, dass wir eine gewisse, ja, was soll ich sagen, popkulturelle Konvergenz gefunden haben, solche Nazi-Charaktere darzustellen, und von der zehrt der Film natürlich auch, aber das würde ich mir jetzt nicht vorwerfen. Ich würde gar nicht sagen vorwerfen, ich würde sagen, dass, also ich finde es spannend, dass der Martin mit dieser Bildmaschinerie reingekommen ist, mit diesem Begrifflichkeit der Bildmaschinerie, von der Film zerrt teilweise implizit, siehe auch die Versatzstücke, die er einfach reinwirft, um es zu verorten, und teilweise explizit. Und manche Sachen sind extrem interessant, was er damit macht. Also, und es ist natürlich auch, gerade über Hitler-Darstellungen zu reden oder über ein Spektrum an Hitlers zu reden. Also ich finde zum Beispiel die Anfangsszene oder beziehungsweise der Opening Credits finde ich großartig, genial. Eine Szene zu montieren von Leni Riefenstahl-Bildern zu einem Beatles-Song und dann die Ästhetik zu verwenden von A Hard Day's Night von Richard Lester. Das ist eine Genialität, die ich selten gesehen habe, wie man mit Hitler und der Ikonografie von Hitler umgeht. Denn es ist tatsächlich so, dass ich schon öfters Bilder gesehen habe von schmachtenden jungen Männern und Frauen, die Hitler gerne berühren wollen. Und die Begrifflichkeit, die eben selbst Vetiti hier benutzt, ist halt Hitlers Popstar. Und das ist eine Dimension, die oftmals übersehen wird, finde ich, in vielen Hitler-Darstellungsweisen. Dass Hitler genauso natürlich wie auch Popstars eine Medienikone ist, im Sinne von, dass es auch sind Medienbilder, die produzieren Meinungen, produzieren Bedeutungen, Leni Riefenstahl natürlich, aber gleichzeitig gibt es natürlich junge Menschen, die dem nachgeeifert sind und die ihn als erotischen Mann gesehen haben. Und es gibt so ein total schönes Bild aus Männerfantasien von
von Thebeleid, von Klaus Thebeleid. Klaus Thebeleid zitiert ein extrem spannendes Bild von Hitler, wo ganz viele Männer vor allem um ihn herum sitzen und ihn anstarren mit so einer Liebe. Es ist so eigenartig, aber das ist spannend. Und das ist subversiv und spannend, finde ich. Das ist großartig. Das heißt, ich glaube schon, dass der Film absichtlich auch sowas macht. Und nur manche Frage ist, wie es reguliert. Ich weiß nicht, wie ist es euch gegangen, zum Beispiel bei der Szene? Habt ihr das auch so wahrgenommen oder war es so eine Sequenz, die einfach so an euch vorbeigegangen ist? Zum Beispiel? Also ich bin mein Herz schnell geschlagen, wie ich das gesehen habe. Die kreischenden Fans, die also natürlich überlegt mit einer anderen Tonlage, aber trotzdem, die Bilder. Ich fand es auch ganz großartig, ja. Ja, ich meine, das ist ja ein zentrales Element des Films irgendwie auch. Ich meine, er versucht ja schon irgendwie auch verständlich zu machen, die Faszination beziehungsweise das Haltsuchen oder Hitler als Vorbild sehen wollen, wie auch immer, in der sehr persönlichen Form des Protagonisten. Ja, also er versucht ja von dieser Seite zu kommen, es zu erklären, okay, wieso ist das denn so oder wie kann es denn funktionieren, dass man Hitler gut gefunden hat und wie kann sich das zeigen? Und ich finde, dass es auf dieser ja großen kulturellen Ebene auch da gezeigt wird, ist quasi ein Fingerzeig darauf, wie der Film das dann später auf persönlicher Ebene fortführen wird und eben in Form des imaginären Hitlers, der ein wahrscheinlich Vaterersatz oder ein Idolersatz eben für den Protagonisten ist. Also ich glaube, das spielt da ganz eng miteinander zusammen und da gebe ich dir recht, das ist sehr schön und sehr ja vielschichtig gemacht. Also da kann man schon einiges reinterpretieren beziehungsweise ja, das gut nachvollziehen, sagen wir es mal so. Also, ja. Ja, du sprichst natürlich was Wichtiges an bei dem Film selbst, dass wirklich diese Fan-Faszination, die ja damals wirklich existiert hat, reproduziert wird von dem Film. Die Frage ist dann wirklich, wodurch er das dann aber unterwandert, nicht? Und, und da hast du ja auch die latente Homoerotik irgendwie angesprochen. Es ist recht interessant. Ich habe dann danach, weil ich diesen Sam Rockwell-Moment, also einmal ist er in dieser karnevalesken Uniform dann irgendwie so ein bisschen dragmäßig zu sehen. Und das hat ja so einen ikonischen Status auch im Film, habe ich das Gefühl. Also ist ja auch Zeitlupe und fast wie so eine Statue irgendwie. Aber ich habe danach viele Texte gelesen, wo gesagt wurde, der Film macht das eigentlich, dass er Homosexualität und Homosexuelle irgendwie verspottet. Also dass dieses unterwandernde Element schon das ist, dass er die irgendwie als schwul, latent schwul irgendwie zeigt und dadurch sagt, nicht bewusst, aber unbewusst, dass Homosexualität und Narzissmus irgendwie was miteinander zu tun haben, nicht? Also und das wurde von vielen als problematisch empfunden. Ich habe es eigentlich überhaupt gar nicht so empfunden. Aber wo scheint denn diese Homosexualität durch? Also das, ich meine, ja, so stark. Also na, schon an mehreren Stellen. Es gibt Momente, wo eben der Sam Rockwell mit seinem Untergegenen Greyjoy, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Alfie Allen und Sam Rockwell miteinander reden und durchaus eine Nähe zeigen und das passiert immer wieder auch im Streambad. Aber das Interessante ist, und ich muss gestehen, da war ich dann auch wiederum sehr, das war schon sehr faszinierend, auch dass diese Campiness, diese Queerness, also das kann man natürlich auch als Queer Coding einfach sehen, nur diese Moment des, dass er eben diese Kostüme anzieht, was eben, wie Martin schon sagt, so ikonisch ist. Aber was ich, wie ich beeindruckend finde, ist dann noch Momente, die, also sagen wir es mal, erkennbar für viele ist natürlich dieses Queerness anhand davon, oh, er ist geschminkt und er ist so verspielt, campy etc. Aber gleichzeitig hat er in seinem Umhang kleine rosarote Dreiecke eingenäht gehabt. Ja, aber das ist doch eher ein Gegenpol zum Narzissmus, sage ich mal. Das ist etwas, das, je weiter die Geschichte voranschreitet, bei ihm umso mehr zum Vorschein kommt und er zum Schluss das auch rauslassen und sich selbst verwirklichen kann. Aber zum Schluss ist er ja, ich meine, er hilft ja Jojo und erkennt ja eigentlich, dass da irgendwas nicht richtig läuft oder läuft dann der Ideologie entgegen. Das heißt, er befreit sich daraus und erst dadurch kann er das dann ausleben. Also ich glaube nicht, dass Homosexualität hier verspottet wird und dann irgendwie mit dem Nazitum gleichgestellt wird oder irgendwie als zugrunde liegende versteckte Motivation oder was auch immer. Also ich sehe eher einen Gegenpol. Aber also Hitler verhält sich schon ein bisschen nach, also wie Taika Waititi ihn spielt, er reproduziert schon diese Klischees von ausgestellter Homosexualität manchmal, nicht? Also wie er gegen den Stuhl tritt und immer so leicht. Also wir reden hier wirklich nur von Klischees. Ich sage nicht, dass die zu treffen, aber es sind diese Klischees von so ein bisschen picky und nicht picky ist nicht das richtige Wort, sondern so ein bisschen bitchy manchmal, oder? Wie er reagiert auf den Jungen. Also besonders, wo es dann zwischen den beiden zum Konflikt kommt, weil sie diese Spoiler, da ist ja dann die Überraschung daheim, die er dann erlebt, ist ja, dass da eine Jüdin am Dachboden versteckt ist und wo dann der Konflikt zwischen Hitler und ihm irgendwie
aufbricht, ist das so, wie die sich streiten, schon sehr. Es ist halt nicht nach traditionellen Auffassungen maskulin, wie die sich streiten. Ja, es ist halt ein bisschen erbärmlich und da wird ja ein bisschen lächerlich gemacht, aber das würde ich jetzt nicht mit Homosexualität in Zusammenhang bringen wollen. Ich meine, ich weiß nicht, also, oder wo seht ihr einen Zusammenhang? Das verstehe ich nicht. Naja, wenn du schon so beginnst, also das ist erbärmlich ein bisschen lächerlich gemacht worden. Es ist halt so, es gibt eine lange Traditionslinie von Queercoding, von vor allem Bösewichte. Und das ist schon so, dass man eben diese Weichheit ihrer Gesten, die eben nicht aufgrund ihrer Campiness oftmals wirklich, aufgrund ihrer Sanftheit der Bewegungen, wir denken nur an so jemanden wie Pocahontas, der Bösewicht aus Pocahontas, der zum Beispiel hier nicht nur starke, kräftige Farben hat, sondern auch sich entsprechend bewegt mit einer weichen Gestik, weichen Mimik etc. Und wir haben das auch in 300 zum Beispiel, wo er durch Xerxes extrem queer gecodet ist und das ist wirklich eklig eigentlich in dem Film, wie das passiert, muss man schon sagen. Das heißt, es gibt schon eine Traditionslinie, die man doch ansprechen kann und ansprechen sollte. Gerade wenn man so hier dieses Moment hat, dieses Lächerlichmachens über diese Art von Queercoding, da kann man schon auch kritisch betrachten. Aber Aber, um also nur sorry. ganz kurz, weil das mir mitten ins Wort gefallen ist mit den rosaroten Entschuldigung. Dreiecken. Ich glaube nicht, dass alle wissen, was damit gemeint ist. Und das ist das Spannende, finde ich. Weil ich finde, dadurch wird ja gerade zum Beispiel jemand wie die Sam Rockwell-Figur ist interessanter. Und auch ihre Art, dass eben hier diese Campiness nicht ein narzisstischer Narzissmus widerspiegelt, sondern viel stärker, also um Nazis so lächerlich zu machen, von viel stärker einen Ausdruck und eine Kritik in ihr wohnt. Das ist eben natürlich das Zeichen, was die Nazis schwulen Männern gegeben hat in Konzentrationslagern. Und ich finde, das ist spannend, dass es in Kostüm Ja, weil, reingenäht worden ist. Und das hat genau, weil was. er, ja, weil er lernt sich selbst zu verwirklichen, das dann im Schluss auch rauszulassen und nicht verstecken zu müssen. Also das ist ja schon, ja, also, okay, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Ich finde, da kann man schon die Frage stellen zwischen den beiden Polen, zwischen dem, was Rockwell macht und dem, was Waititi, bei Titi macht. ja. Und aber gleichzeitig so eine Sache, was eben jetzt der Martin gesagt hat, die Flamboyant-Artigkeit von den Stuhl zu schlagen, das war für mich überhaupt nicht queer cool. Das hat für mich total Chaplin einfach. Das ist eine Ja. Chaplin-Bewegung für mich. Ja. Und das ist Also. natürlich auch eine Referenz auf Great Dictator in weitere Folge natürlich. Also würde ich ähnlich sehen, ganz kurz. Also ich glaube nämlich, dass Hitler oder Waititi, keine Ahnung, es wird hier einfach gezeigt, genau, er wird lächerlich gemacht, es gibt Referenzen zu Chaplin. Und ich glaube, es geht einfach darum, dass er die selbst von ihm aufgestellten Standards, also als Nazi ultra hart und männlich zu sein, die er selbst eigentlich nicht einhält und er eigentlich selbst in seinem Verhalten ganz weit davon entfernt ist. Aber der Bezug zu Homosexualität, ich weiß nicht, ich finde, da kommt man leicht in eine Falle, wenn man sagt, oh, okay, weiche Gesten sind homosexuell kodiert, dann fällt mir ja genau in diese Falle, weil, also, das ist doch eigentlich Schwachsinn. Ja, okay. Schwachsinn, es ist halt wirklich eine Traditionslinie, das muss man schon sagen. Also, aber ich muss gestehen, mir ist es auch nicht so aufgefallen, aber es ist vielleicht relativ komplex, muss man sagen. Weil ich fand es schon eigenartig, ein wenig, die Moment, wo Rockwell und eben Alan zusammen sich so verhalten haben. Und ich habe mich gefragt, wofür das gespielt wird. Warum dieser Moment des Humors hier in diesem. Das war schon so ein Moment des. Oh, ein Streit zwischen diesen beiden Offizieren wird auf einmal als eine homosexuelle Beziehung gehandhabt und das als Witz irgendwie verkauft. Also ich war auch da, tatsächlich ein bisschen, habe ich das eigenartig gefunden, weil ich wusste nicht, was eigentlich hier mit ausgesagt wird. Und ich erst jetzt, wo der Martin darüber beschreibt, dass generell hier mit Homoerotik gespielt wird. Vielleicht ist eh das ein guter Punkt, darüber zu reden. Also vielleicht ist es eh eine Art, wie dass es sich einfügt in die Art und Weise grundlegend, wie Campiness reinkommt. Was an dem Film erstaunlich ist, dass er wirklich, und deswegen teile ich auch gar nicht dieses Argument, dass man sagt, das wird das irgendwie verspotten, ist halt wirklich, dass es ein Gegenentwurf zur chauvinistischen Körperlichkeit der Nazis irgendwie da gezeigt wird. Also in jeder Szene habe ich das Gefühl. Also die Leute bewegen sich in einer Art von Beschwingtheit im Gehen und haben so eine Slang und Schmähhaftigkeit, die absolut nicht in diese Zeit passt, die absolut anachronistisch ist, die eher an heutige Arten denken lässt, wie man sich bewegt. Und da ist der Film, finde ich, sehr subversiv, wie er diese Körperideale der Nazis irgendwie unterwandert. Die Frage ist aber gleichzeitig, ob es anachronistisch eigentlich ist oder verschüttet ist. Weil ich finde, man kann natürlich die Protagonistin, also die Scarlett Johansson, lesen als einfach als eine ehemalige Kabaretttänzerin, Kabarett,
eine Person, die wirklich in dem Kontext gelebt hat und dass wir einfach Nazi-Zeit grundlegend mit Bildern denken, die von Nazis selbst gemacht sind, die rezitiert werden. Und die Frage ist, ob das nicht vielleicht gerade ein interessanter Befreiungsschlag ist. Also, so man sagt, hey, Leute, natürlich haben diese Personen, die in den 20 Jahren gelebt haben, die die Golden Twenties erlebt haben und eigentlich in extrem queere Gegenden in Berlin gearbeitet und ihr Leben gefrönt haben, natürlich ist das nicht gestorben mit 33, sondern das ist eine Körperlichkeit, die wir einfach nicht mehr sehen können, weil wir eben nur Zitate von Zitaten sehen, weil wir die ganze Zeit nur sehen, die Zitate von NS-Propaganda eigentlich. Ja, absolut. Aber man sieht außerhalb dessen eigentlich kaum was, nicht? Eben. Also man sieht diese chauvinistische Körperlichkeit, die wird komplett ausgeklammert. Also Das selbst die stimmt. brutaleren Nazis, die den Giorgio dann irgendwie schikanieren, die sind relativ kurz zu sehen. Und die sind jetzt auch nicht wirklich die disziplinierten, Ja. hakenschlagenden, maskulinen Nazis, sondern ja, also das klammert der Film komplett aus. Ja, sie sind ja dargestellt als, wie soll ich sagen, Halbstarke, oder? Das ist so diese Halbstarken der Ja, 50er Jahre. genau. Das war auch ein schönes Bild, dieser Moment, wo eben sie ihn mit dem Hasen ihn dazu zwingen wollen, den Hasen zu töten. Und im Hintergrund sind immer die zwei Frauen, zwei Mädchen, die so gegen Stimmt, den Baum natürlich. gelehnt sind. Und man könnte sich nur vorstellen, dass sie eine Zigarette in der Hand haben, oder vielleicht haben sie eine Zigarette in der Hand, und dann weiter vorne die beiden anderen, die so sich nach vorne lehnen. Das ist die ganze Halbstarken-Ikonografie der 50er und 60er Jahre eigentlich, Ja, die da reinkommt. stimmt. Ja. Aber wollen wir vielleicht grundlegend einfach mal über Hitler reden? Über diese Darstellungsweise von Taika Waititi. Also wir haben schon gehabt, dass er eigentlich hier sich kritisch gegen oder kritisch, also sich ganz klar im Kontrast stellt zu regulären Darstellungen von Hitler, von dieser Körperidealen. Und wir hatten natürlich auch schon gehabt, dass mit dieser Fankultur, die mit diesem Beatles-Zitat gemacht wird. Aber was ist der Unterschied, und das ist wirklich eine Frage, die ich einfach so stelle, zwischen meines Erachtens, glaube ich, eher eine Hitler-Darstellung, die ich unangenehm finde und auch ein bisschen fragwürdig, von Helge Schneider zu der hier. Gibt es einen Unterschied? Das ist ja auch so eine lange Traditionslinie von persiflierenden Hitler-Darstellungen. Kannst du mich kurz aufklären? Ich habe Helge Schneiders Hitler-Version leider nie gesehen. Naja, er wird dargestellt als schreiend, aber gleichzeitig auch immer wieder lächerlich gemacht mit, oh, du bist impotent und hast dann andere Fehlfunktionen oder du hast einen kleinen Penis noch dazu. Also es wurde immer wieder auf diese Schiene geschoben. Warum auch dann zum Psychiater musste, zum jüdischen Psychiater. Und dann entwickelt sich da eine Komödie daraus. Aber ich habe diesen Film irgendwie schlecht in Erinnerung. Also im schlechten Sinne von negativ oder nicht ganz, also irgendwie so dumpf in Erinnerung. Und ich keine Ahnung, also, oder ich mach's größer auf. Ist diese Darstellung von Waititi, habt ihr sie besonders gefunden? Habt ihr die uninteressant gefunden, interessant gefunden? Was ist euch noch aufgefallen? Gerade im Vergleich zu anderen Hitlers, die ihr kennt. Schwierige Frage. Magst du zuerst, Martin? Ja, ich kann jetzt auch nur spontan irgendwie drauf losreden aus dem Stegreif, aber Helge Schneider habe ich tatsächlich gar nicht mehr so im Kopf, muss ich zugeben. Aber stimmt, was du sagst, dieses doch problematische Ausstellung von körperlichen Unzulänglichkeiten, das Genau. ist seltsam. Also Seltsam bis eben hin zu, ja. behindertenfeindlich, könnte man fast sagen, nicht? Ja, nicht nur das, es ist auch so chauvinistisch in der Hinsicht, es wird wieder zurückgespült, diese Idee von, ja, Hitler war halt kein richtiger Mann und darum war er so ein verkackter Faschist. Was zum Teufel, Leute, ihr spielt es genau wieder in die klaren Körperbilder rein und Männlichkeitsbilder rein, die Nazis selber produziert haben. Ja, es gibt natürlich noch den sentimental-melancholischen Hitler aus dem Untergang, der ja auch eine extrem problematische Verklärung irgendwie dieser Person irgendwie beinhaltet, nicht? Also dieser seltsame Trugschluss, dem da aufgesessen wird, das wäre so was Revolutionäres, irgendwie Hitler als Mensch darzustellen, also der dann auch weint, wenn der Speer ihn irgendwie verlässt. Also ich weiß auch nicht, wo würde ich ihn verorten jetzt, den Waititi? Ich fand es auf seltsame Art und Weise ging es für mich auf tatsächlich. Also ich hatte weder das Gefühl, das in dieser Form schon mal so gespielt gesehen zu haben. Also so ein bisschen schon, aber auch nicht komplett. Es ist schwierig. Es zitiert natürlich schon ein bisschen den großen Diktator an und ähnliche Sachen, aber ja, nein, aber ich kann eigentlich nichts Qualifiziertes sagen, muss ich zugeben. Also, aber für mich ging es auf seltsame Weise. Ja, ich meine, also natürlich wird Hitler hier auch der Lächerlichkeit preisgegeben. Es passiert aber nicht so viel oder so stark über die Körperlichkeit, sondern über seinen Charakter eher. Ja? Das heißt, er wird hier als
zu nichts gut und irgendwie Taugenichts, der eigentlich feige ist und, keine Ahnung, Jojo zum Rauchen verleiten möchte, was auch immer dargestellt. Jetzt kann man aber natürlich sagen, dass es hier nicht um Hitler geht, weil wir eigentlich nicht Hitler selbst sehen, weil wir ihn nie sehen, sondern wir sehen ein Hirngespinst in Jojos Kopf. Und dass das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen abschwächt, beziehungsweise, ja, genau, also es ist hier eher um Ideen, Vorstellungen, Bedürfnisse eines kleinen Jungen geht, als irgendwie wirklich ein, wie auch immer, realistisch, unrealistisch geartetes Charakterporträt des wirklichen Diktators darzustellen. Aber natürlich, wie gesagt, er wird schon lächerlich gemacht und das kann man schon auch problematisch finden, ja, weil ich meine, Hitler war natürlich ein normaler Mensch mit normalen Bedürfnissen, was auch immer. Man könnte jetzt auch sagen, okay, es ist wichtig, dass wir uns genau anschauen, wie das zustande gekommen ist, aber ich glaube, das ist einerseits nicht möglich, irgendwie ein vollständiges, realistisches Psychogramm Hitlers zu erstellen. Und das will der Film, wie gesagt, auch überhaupt nicht. Deswegen finde ich es nicht schlimm. Ich finde es auch nicht irgendwie bedenklich, dass hier eher vielleicht ein bisschen oberflächlich der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Ja, Ja. genau. Ich meine, vielschichtig ist der Hitler, den wir hier sehen, natürlich nicht, aber ja, kein Problem. Wie würdest du es denn sehen? Weil du kannst sagen, Psychogramm Hitlers. Ich glaube tatsächlich, da sind wir genau das, wo eben der Martin die Kritik geäußert über den Untergang von Oliver Hirschbiegel, dass eben der, wir haben so eine Tendenz dazu, die gesamte Shoah, den Holocaust, die Gräueltaten der Nazis, von Nazi-Deutschland, Nazi-Österreich, zu reduzieren auf Auf diese. Hitler, ja. Ja, und die Psychologisierung von Hitler noch dazu. So, oh, der arme Mann ist ja von, was wäre passiert, wenn er Künstler geworden ist? Ja, dann hätte es wahrscheinlich einen anderen größtwahnsinnigen Menschen gegeben. Also sagen diese Idee, die gesamte Geschichte des Zweiten Weltkriegs oder von dem faschistoiden bis protofaschistischen, faschistoiden, faschistischen Nazi-Entwicklung von Deutschland zu reduzieren auf eine Person, und das spielt auch wieder so ganz stark rein in diesen Führerkult irgendwie. Ja, Und tatsächlich, ja, genau. ich glaube, ich finde es persönlich sehr faszinierend, immer wieder Hitler zu sehen, Anführungszeichen, so angepasst an die Zeitwahrnehmung. Und da gibt es auch viel klügere Menschen als ich, die schon spannendere Dinge darüber gesagt haben. Wie der Saul Friedländer, der Hitler mehr oder weniger wie so eine postmoderne Zitat gesehen hat. Und das kann man überall reinpflanzen einfach und neu rekonfigurieren. Und da gibt es auch spannende Projekte, die genau das zerlegen irgendwie. Aber ich glaube, man muss sich eben hüten tatsächlich auch davor, dass man da eben diese Falle reintapst, dass man eben so stark auf Hitler fokussiert und immer diese Obsession eigentlich weiterspielen lässt, weil es eben eigentlich Nachwirkungen sind von der eigentlichen Art, wie wir den Führerkult haben im Drittreich hatten. Und was das eigentlich bis heute irgendwie nachwirkend ist in der Art und Weise, wie wir Geschichtsschreibung betreiben. Wobei das wahrscheinlich generell einfach ein Problem mit Geschichtsschreibung ist, dass wir irgendwie auf die großen und in erster Linie Männer der Geschichte man sich fokussiert und irgendwie nicht wirklich die historischen Entwicklungen dadurch betrachtet, die eigentlich dahinter stehen, die Strömungen, und nur eher auf die Katalysatoren schaut. Sicher, das wäre natürlich ungleich komplexer und würde viel mehr Zeit und Mühe bewerkstelligen, das zu machen, also sich die ganzen Mechanismen anzuschauen. Also ich meine, natürlich geschieht das, aber da muss dann wirklich ein aufrichtiges Interesse für die Materie mitbringen und das historisches Wissen, was auch immer. Also ich glaube, wir Menschen haben einfach generell die Tendenz, ja, Posterjungen oder Postermenschen zu finden, denen wir dann vielleicht ungerechtfertigterweise viel mehr Verantwortung oder viel mehr ja, Ursachen zuschreiben, als es letzten Endes der Fall war. Also, ich meine, man muss schon sagen, dass natürlich Hitler, also ich meine, er war natürlich schon ein zentrales, wie sage ich mal, Identifikationselement der Massen und wurde auch bewusst dazu genutzt. Das ist sicherlich auch mit Kalkül passiert von den Nationalsozialisten. Ja, also es geschieht ja heutzutage in anderen Kontexten, also in anderen Diktaturen immer noch, dass Propaganda wirksam auf eine oder wenige Personen zurückgeführt wird, die man dann eben recht leicht verehren kann. Und ich glaube, das ist ja, also darüber reden wir die ganze Zeit, dieser Film thematisiert, wie das passiert oder wie oder warum das irgendwie auch ansprechend sein kann, dass man sich eben so auf eine Figur fokussiert und die idealisiert und daraus ein Idol macht. Und das macht ja Jojo letzten Endes. Also er sucht hier einen Vatersatz und findet den in Hitler. Ja, hat ihm das irgendwie soziokulturell auch auferlegt wird. Weiß nicht, ich hoffe, meine Worte machen hier ansatzweise Sinn und ihr versteht ungefähr, was ich sagen möchte.
Ja. Ja, Ja, nein. weil, ja, man darf wirklich den Umstand nicht vergessen, dass es das ein imaginärer Hitler ist, nicht? Ich glaube, das fällt nochmal sehr stark ins Gewicht, um das irgendwie, wenn man das verorten will mit anderen Hitler-Darstellungen. Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass Hitler ja in Inglourious Basterds zerschossen wird und das Kino geht auch unter. Eigentlich wäre das so der Punkt gewesen, vielleicht um diese ganze Beschäftigung mit Hitler irgendwie mal sein zu lassen und zu anderen Themen zu kommen in diesem Genre. Aber da ist es ja interessant, dass der Film, wenn er dann Hitler zeigt, als Gespenst zeigt, nicht? Oder als nicht körperlich materiell vorhanden. Also, das ist eigentlich schon so die nächste Stufe von den Glorious Bastards, dass er ein Ja, bisschen wieder, dass er eine ja. Art Wiedergänger oder sowas ist, ein Gespenst. Also Also. andere, ja, absolut, aber andererseits muss man schon auch bedenken, okay, wenn dieser Hitler, den wir hier sehen, wirklich nur Hirngespinst ist oder wirklich nur die Figur, die in Jojos Kopf existiert, dann glaube ich, würde er anders aussehen, wenn es wirklich in diesem Sinne realistisch sein wollte, weil natürlich versucht Jojo sich hier eine idealistische, perfekte, in Anführungszeichen Führerfigur vorzustellen. Er stellt sich ein Idol zusammen und ein Idol würde nicht, keine Ahnung, so agieren wie die Person, die wir hier sehen, so tollpatschig sein oder irgendwie zum Rauchen ihn verleiten wollen. Also das ist schon ein Element, das uns zeigen soll, dass Hitler eigentlich der Lächerlichkeit preisgegeben werden kann und auch sollte. Beziehungsweise, wenn man das nicht täte, wäre es in einem solchen Kontext vielleicht dann doch problematischer wäre. Ich weiß es nicht, aber also ganz so nur das Hirngespinst ist es dann letzten Endes doch nicht, muss man glaube ich sagen. Du meinst es im Sinne von, dass es wäre eine andere Darstellungskonvention, die würde viel stärker ins Heroische kippen und uns mehr abschrecken eigentlich in weitere Folge, wenn du es richtig verstanden habe. Und Ja, genau. ja, wobei, ja, es ist eine gute Frage. Ich finde, es ist schon eine relativ realistische Art, wie man als Kind aus einer kindlichen, unschuldigen Perspektive, ist auch so eine Art, wie über den Film konstant geredet wird, muss man sagen, natürlich, mit diesen Versatzstücken umgegangen wird. Wir haben eigentlich eher ein recht großes Spektrum an Hitlers in diesem Kontext. Und natürlich würde man als Kind eher diese Figur irgendeine Weichheit geben, etwas Liebesvolles geben, das auch tatsächlich in der Medien, in den Texten, die zu Hitler gekommen sind, auch immer wieder reingekommen sind. Wie gesagt, diese liebevollen Blicke auf Hitler, das ist nicht was Untypisches. Und wir haben auch die Aufnahmen, Privataufnahmen, wo auch immer wieder dann die Leute reden, so, oh, er ist so was Nettes und Weiches und so ein liebevoller Vater gewesen, so zum Kotzen irgendwo, aber faszinierend zu sehen, wie Leute über Hitler geredet haben. Und ich glaube schon, dass es diese Bilder auch gegeben hat, auch zu der Zeit schon. Und zugleich haben wir noch, natürlich, wenn es in die eine oder die andere Richtung gekippt ist, haben wir auch diesen schreienden Hitler, der eben diese Autorität darstellt, die natürlich auch den Konventionen des damaligen politischen Diskurses entsprochen hat. Also viele Leute haben auf der politischen Bühne geschrien. Er war nicht der Einzige, nur haben wir heute nur den Hitler im Kopf, der so schreit. Alle anderen sind untergegangen, weil irgendwie Hitler, wie gesagt, irgendwie so erstarrt ist eigentlich in ein Bild, was wir konstant rezitieren. Und das heißt, ich glaube schon, dass das gar kein so dummes Zusammenspiel ist aus verschiedenen Versatzstücken, die ein Kind dieser Zeit mit Hitler verbinden würde. Also es ist gar nicht so eigentlich banal in der Hinsicht. Ja, ein weiterer Ansatz wäre natürlich zu sagen, dass dieser Hitler für den kleinen Jojo ein bisschen als Projektionsfläche dient und er seine eigene Tollpatschigkeit, Unbeholfenkeit ein bisschen dann auch in diese Idolfigur mit reinfließen lässt, um sich dann eben besser identifizieren zu können mit ihm auf unbewusster Ebene. So kann man schon auch sehen, ja. Ja. Ja, ich denke auch gerade die ganze Zeit nach, wie überhaupt diese Beziehung zwischen den beiden bestimmt ist. Ob das nur eine Projektionsfläche für den Jungen ist oder, und wenn es das ist, ja, das ist es eigentlich, kann man sagen, welche Funktion er da übernimmt. Ich hatte das Gefühl, dass er ihn extrem aus seiner Schüchternheit hinweghilft, nicht? Also, er ist ein Ja. bisschen der extrovertierte Clown. Und ja, also es geht sehr in diese Richtung, ihn als den Hitler, vielleicht auch unabhängig von der wirklichen historischen Figur, einfach als Sidekick darzustellen, der wie ein Clown oder sowas funktioniert, nicht? Also wie ein Harlekin oder wie ein Narr eigentlich im Mittelalter. Also er hilft ihm ja auch tatsächlich. Ja, das ist genau wieder dort, wo du eigentlich begonnen hast mit dem Karnevalesken, oder? Also wenn du sagst, er ist ein Harlekin, auf welche. Ja. Das habe ich sehr stark so empfunden, dass der Film sehr karnevalesk ist, indem der ja auch diese
Umkehrungen betreibt, dass die autoritären Männer plötzlich eher weich sind und die Symbole werden irgendwie anders kodiert und die Körperlichkeit ist eine ganz andere als diese chauvinistische Nazi-Körperlichkeit. Also Diese Umkehrung sehen wir auch in der Bevölkerung. Also um jetzt ein bisschen weggehen von der Hitler-Darstellung. Und das ist auch eine Sache, die mich einfach wirklich selbst gefragt habe. Es gibt ein ziemlich bekanntes Zitat, ich habe es euch auch vorhin erwähnt, also gegeben in den Shownotes, nämlich von die Else sagt einmal, du bist doch nur ein 10-jähriger Bursche, der es mag, in witzigen Uniformen sich zu verkleiden und ein Teil einer Gruppe zu sein, eines Clubs zu sein, um es mal simultan zu übersetzen in meinem Kopf. Das ist natürlich im Marketingmaterial auch sehr tief drinnen und das ist auch immer wieder gesagt worden und es ist auch im Film eine zentrale Stelle. Jetzt will ich direkt mal meine Frage an euch einfach so auch ein bisschen auch zum Abschluss langsam zu kommen. Wie seht ihr das, wie hier diese Nazis oder die Bevölkerung dargestellt wird? Also wir haben ja schon davor gesprochen, dass es problematisch ist, dass man immer diesen Nationalsozialismus so auf den Hitler zurückführt und irgendwie auf ihn zu so reduziert und das ist gefährlich, weil man natürlich dann auch die gesamte Mitwirkung der Bevölkerung ignoriert. Aber was für Nazis haben wir in dem Film? Wir haben einzelne Dummköpfe und Bürokraten, den Stephen Merchant, die Rebel Wilson, die die absurdesten Gerüchte glaubt. Also sie wird ja wirklich ganz banal dargestellt. Und auch der Stephen Merchant, die andere Gestapo-Menschen, wenn ja auch als lächerlich gewirkt wirkt. Also so banal, wie es nur geht eigentlich. Also am Anfang so große, gefährliche Figuren. Aber am Schluss dann einfach entwaffnete Bürokraten, die einfach nur Niemandes sind. Wir haben einzelne Nazis, die eigentlich Kinder sind oder einfach nur Kinder, die mitgemacht haben, weil sie nichts anderes konnten, weil sie einfach nichts anderes gekannt haben. Wir haben einzelne, wen haben wir da noch? Genau, den Sam Rockwell und so. Wir haben einzelne Leute, die desillusioniert sind vom Krieg oder die falsche Seite waren und vielleicht sogar eigentlich schwul sind. Und warum kämpfen sie auf dieser Seite mit? Und werden dann auch wiederum, wie du es schon gesagt hast, Martin, die Körperlichkeiten eigentlich gequeert werden. Also auch in anderen Hinsicht, also nicht nur die, sondern auch die ganze Bevölkerung, die da mitkämpft am Schluss. Ist ja auch alles eher ins Lächerliche gezogen, diese Kämpfe. Und wir haben Widerstandskämpfer. Was für ein Bild zeichnet das von Deutschland oder Nazi-Deutschland, Nazi-Österreich? Ist es euch unangenehm gewesen? Ist es für euch nicht weiter interessant gewesen, weil sowieso alles karnevalesk war? Also ist es okay gewesen, so wie es war? Apologetisch? Wie habt ihr es empfunden? Leicht apologetisch ist es schon in dem Moment, wo der andere Freund von Jojo, glaube ich mal, dann sagt, dass Hitler und hinter unserem Rücken irgendwelche bösen Sachen gemacht hat, nicht? Also es reproduziert so ein bisschen den Mythos von Hitler hat das eigentlich alles betrieben und da war jetzt nicht irgendwie die halbe Bevölkerung mit dran beteiligt und die wusste das alles nicht. Das wird so ein bisschen, das fand ich ein bisschen problematisch. Das war ein bisschen apologetisch, muss ich zugeben. Ja, puh. Bin ich mir gar nicht sicher, was ich darauf antworten soll. Ich glaube, ich habe es ähnlich wie Martin empfunden. Beziehungsweise ich glaube einfach, es lag daran, dass der Fokus, ja, der Fokus war einfach darauf, dass das Volk quasi Mitläufer waren, oder auf diesem Mitläufertum, das war, glaube ich, die zentrale Aussage, dass die Leute sich vielleicht ein bisschen unreflektiert einfach haben hinreißen lassen, ein bisschen eben opportunistisch dann auch irgendwie ihre Meinung ändern, beziehungsweise keine wirkliche eigene Einstellung haben. Also ich finde es fast weniger apologetisch als eher, ja, ein bisschen so subtil vorwerfend auch. Also das kann man schon auch so sehen. Also wo war denn der Widerstand? Warum waren die Leute so naiv? Ja, ich meine, es wird natürlich alles nur angekratzt an der Oberfläche, nicht wirklich weiter in die Tiefe gegangen, aber es regt zum Denken an. Das heißt, man kann dann da ansetzen und nachfragen, naja, warum hinterfragen Menschen das denn nicht? Warum lassen Menschen sich denn dann durch solche eigentlich recht simplen psychologischen Mechanismen und Tricks hinreißen? Was könnte man dagegen tun, um das zu ändern? Also das sind alles Themengebiete, die angestoßen werden, aber natürlich nicht eingehender reflektiert. Finde ich aber auch in Ordnung. Also wie gesagt, ist nicht der zentrale Fokus des Films gewesen. Aber ist es nicht der zentrale Fokus des Films? Der zentrale Fokus des Films ist, was heißt es für die Menschheit eigentlich, die Menschen selbst, wenn sie da verführt werden? Ich meine, das ist doch der zentrale Fokus des Films. Und die Verführung sollte hier vor allem von einem Kind ausgehen. Das ist sozusagen diese unmündige Masse, die nicht verstanden hat, was sie da macht eigentlich, oder? Ja, in dem Sinne, also es ist schon gut, okay, das ist dann schon der zentrale Fokus, ja, aber eben nicht auf dieser,
wie soll ich sagen, auf der Ebene des Volkes oder von der Masse, sondern hier nehmen wir uns eben die individuelle Ebene hervor, hauptsächlich. Also schauen uns Jojo an und welche Effekte es auf ihn hat und wie er sich ändert. Und dann läuft dann eben auch noch unter weiter Liefen mit, okay, es gibt dann auch noch die generelle Bevölkerung, Masse, bei der wohl ähnliche Effekte ablaufen, aber wir fokussieren uns nicht direkt darauf, wie das eben hier auf in der Population geschieht, sondern haben ein exemplarisches Beispiel, das damit in Zusammenhang gebracht wird, also eben Jojo. Ich drehe mich hier ein bisschen im Kreis, also das ist, also man könnte da, sagen wir es mal so, man könnte näher auf den Effekt des Opium für das Volk eingehen, also man könnte näher auf die Verführbarkeit der Massen und warum besonders Massen dafür anfällig sind oder wie das denn funktioniert, dass sich das dann verselbstständigt und nochmal exponentiell in der Faszination vervielfältigt auf einer globalen Ebene. Aber das tut der Film eben nicht. Das wird nur angedeutet, es werden nur die Konsequenzen gezeigt und es wird quasi nahegelegt, dass das ähnlich passiert, wie das hier beim Jojo auf individueller Ebene passiert. Ja, die Bedeutung des Widerstandes in dem Film darf man ja auch nicht kleinreden. Also es wird schon ein bisschen suggeriert, der Film, dass es sehr viel Widerstand gegeben hat, oder? Ich meine, auf diesem Ja, stimmt. Dorfplatz hat man diesen Galgen aufgestellt und das scheint auch relativ alltäglich zu sein, dass dort Ja. Widerstandskämpfer irgendwie aufgeknüpft, also aufgehängt werden. Ja, und die Scarlett Johansson, Spoiler, Spoiler, entpuppt sich ja dann ebenfalls als eine Widerständlerin. Also der Film suggeriert schon, da hat es in der Bevölkerung sehr viel Widerstand gegeben, aber das kann man natürlich auch als apologetisch ein bisschen betrachten, nicht? Ich erinnere mich immer an so ein Billy Wilders, we all were in the underground. We were fighting Nazis. No, we were working in the subways. Sagt die Person die ganze Zeit mit diesem ganz typischen Nazi-Schritt, die geht im Film bei der Cola-Firma. Es ist, also bei, ich glaube, 1, 2, 3 ist es, Eins, zwei, drei ist oder? das nicht? Genau, genau. Aber ja, also, Also man kann jetzt so zwei Sachen also irgendwie miteinander hier so freistellen und in den Raum werfen ein bisschen. Zum einen, warum der Film eben nicht gleichzeitig auch andere Personen zeigt, die durchaus narzisstischer sind, Anführungszeichen, die mehr den nationalsozialistischen Propaganda verfallen sind oder mehr einfach dieses Gräuel mitwirken. Und da kann man natürlich dagegen sagen, ja, der Film möchte halt eben hier kurze Verweise drauf geben und nicht tiefer da eingehen und sagen, ja, die Leute sind klug genug, das zu verstehen. Gut. Kann man durchaus sagen, aber eben die Frage ist ein bisschen, sagen, das, was vor allem der Patrick jetzt so gesagt hat, ich weiß nicht, es nimmt irgendwie die Schuld so weg und die Verantwortung so weg. Also vor allem, weil ich denke dann auch immer zurück so an dieses berühmte Bild von zwei Juden, die auf der Straße sitzen und mit Zahnbürsten den Boden schrubben. Erst wurde es so dargestellt in deutschen Geschichtsbüchern. Dann wurde eine Schicht weiter noch zurückgegeben. Man sieht ein paar SS-Soldaten oder SA-Soldaten, ich bin mir ganz sicher, was es genau waren, die zuschauen und kontrollieren, weil Nazis halt, klar. Und dann gibt es modernere Geschichtsbücher, die einfach das ganze Bild zeigen. Man sieht einfach die Menge an Personen, die in Zivilkleidung daneben stehen und sie anspucken, anfeuern etc. und hier Gewalt ausüben, weil es diese Gewalt alltäglich war. Weil die Gewalt in der Bevölkerung gesessen ist und nicht, weil so, haha, wir haben da ein bisschen da gemacht, ein bisschen dort. Also es ist ein bisschen schwierig halt für mich, das muss ich einfach sagen. Ich glaube aber, dem Film ist es tatsächlich nicht daran gelegen, die Geschichte aufzuarbeiten und da ein realistisches Ursachengeflecht irgendwie zu zeichnen, sondern der Film ist ja eher ein Plädoyer für Menschen, die heutzutage leben auf individueller Ebene, sich nicht von solchen oder ähnlichen Mechanismen hinreißen zu lassen. Das heißt, der Film will jemanden, der ihn schaut, sagen, hey, lass dich nicht so leicht verführen, denke nach und trete für Werte ein, die dir wichtig sind, beziehungsweise handle menschlich. Ich glaube, darum geht es ihm. Also er will jetzt nicht irgendwie zeigen, was die Ursachen in dem wahren Deutschland waren, wie es dazu kam, sondern wirklich eher Menschen, ja, impfen dagegen, dass das nochmal passiert. Und genau, alles andere ist dann eher ein bisschen zweitrangig, würde ich so interpretieren wollen. Ja, ich verstehe schon, dass das natürlich das Plädoyer ist und ich glaube schon, dass hier diese Ebene immer wieder durchschimmert natürlich. Aber ich glaube, auch diese Gräueltaten darzustellen oder diese Alltäglichkeit der Gewalt und darzustellen ist nicht so unwichtig. Vor allem, weil wir einfach eine lange Geschichte haben von gerade deutschsprachigen Filmen, aber nicht nur deutschsprachigen Filmen, die irgendwie die Bevölkerung außen vor lässt, die irgendwie alles auf Hitler abwälzt und die großen Nazischergen und alle anderen sind irgendwie unschuldige Lämmer gewesen. Und ich finde, das
wenn es das nicht gäbe, wenn es nicht bis heute lauter Filme gibt, die ihm das so framen und so darstellen, dann glaube ich, wäre es auch gar nicht so ein Problem, einen Film zu haben, der es umstellt. Aber es hat schon so einen leicht apologetischen Effekt einfach da drinnen. Und das andere ist, dieses Plädoyer gibt es in anderen Filmen auch der Zeit, in anderen Serien auch der Zeit. Also ich denke dann immer an Tina Feys Unbreakable Kimmy Schmidt, wo es um toxische Maskulinität geht eigentlich, weil die Protagonistin verschleppt worden ist, früh in ihrer Kindheit und in weiterer Folge eben auch in der letzten Staffel vor allem das über toxische Maskulinität spricht. Und da gibt es halt einzelne Leute, die einfach, stellt es einfach ganz direkt dar, was heißt toxische Maskulinität? Und diese werden einfach dargestellt in genau ihrer Grausamkeit, vielleicht lächerlich gemacht, aber trotzdem wird die Grausamkeit adressiert. Und gleichzeitig zeigt sie aber auch, dass man bei jungen Kindern, bei jungen Burschen vor allem anfangen muss, eben dagegen vorzuhalten. Und ich glaube, das will auch der Film darstellen mit diesem 10-jährigen Bursche, der einfach diese funny Uniform haben möchte und eben vor allem sich identifizieren möchte mit einer großen Gruppe. Und das ist auch gut so. Aber gleichzeitig heißt es das nicht, dass wir dadurch eben die gesamte Bevölkerung hier ein bisschen von ihrer Schuld entlasten müssen. Ist so meine Meinung dazu. Ja. Ja, ich finde auch, ich meine, er zeigt ja, ich finde ihn gar nicht so apologetisch. Also wie gesagt, die Halbstarken in der Hitlerjugend, also da wird ja schon recht stark gezeigt, dass viele Leute Mitläufer waren und sich schon damit identifiziert haben und es nicht reflektiert haben. Also ich finde, er zeigt beides eigentlich. Ja, die Frage ist ja auch wirklich, ob der Film das nicht irgendwie dann doch auch mit einberechnet, gewisse Dinge nicht zu zeigen, nicht? Weil die Art und Weise, wie diese Geschichte mit den Schuhen läuft, dass das zu so einem zentralen Motiv ausentwickelt wird, so Rosebud-artig, nicht? Wirklich wie im klassischen Hollywood-Kino. Das triggert viel an und vielleicht genügt das auch irgendwie. Ich glaube, der Waititi hat auch in einem Interview gesagt, er wollte halt nicht wieder diese Bilder der Grausamkeit und der Demütigung zeigen, weil das kennen die Leute schon. Es reicht ihm, das anzutriggern und genau. Also das ist natürlich auch immer die Frage, weil umgekehrt, wenn das zur Darstellung gelangt, wie grausam das alles war, dann wird das ja auch oft im Diskurs wieder kritisiert, dass das mit dem Bilderverbot bricht. Und aber der Film handelt ja wirklich von Verklärung, er handelt von Verblendung, er handelt von vom imaginären Hitler, nicht vom echten Hitler. Er ist aus einer kindlichen Wahrnehmung. Und da spielen natürlich solche Auslassungen und Zensuren automatisch mit rein, nicht? Und ich bin mir nicht sicher. Ich habe schon das Gefühl, dass der Film das ein bisschen mitbedenkt. Okay. Ich wollte es zumindest aufwerfen und ich glaube, es ist aber auch ein schönes Schlusswort, was du jetzt noch reingebracht hast, nämlich wie hier ein sehr spezifischer Blickwinkel aufgeworfen wurde von Taika Waititi und auch in einer sehr interessanten Art und Weise mit dem Kannibalismus umgegangen ist, um verschiedensten Dimensionen von Nazi-Ikonografie zu verschieben. Einerseits durch Zitate, andererseits durch direkte Referenzen, wie etwa in den Riefenstahl-Bildern, aber auch gleichzeitig, wie du sagst, auch durch Auslassungen, durch eben Leerstellen, die eben hier auch mehr zum Vorstand bringen können, als man es, wenn man es direkt anspricht. Also dementsprechend würde ich mal hier so einen Punkt setzen, wenn es für euch beide in Ordnung ist. Sicher. Und Absolut, absolut. diese auch als eine Auslassung zu lassen, damit auch ihr alle weiter darüber nachdenken könnt und auch uns natürlich berichten könnt, was eure Ergebnisse sind. Patrick, wo können Sie das tun? Denn Ja, das kann man uns natürlich sehr gerne und sehr ausführlich, wenn man möchte, berichten. Man kann uns ganz oldschool per Mail erreichen. Da sind wir erreichbar bei Gmail unter kinoonthecouch@gmail.com. Aber auch auf YouTube sind wir vorhanden oder vertreten. Bei Twitter kann man uns eine Kurznachricht schicken. Wir sind natürlich nach wie vor ein klassischer Podcast, der bei Podcast Garden beheimatet ist und in jedem Podcast-Catcher eurer Wahl eben gefangen und gehört werden kann. Zukünftige vergangene Episoden, wir heißen Kino on the Couch, sind damit eben auch auf iTunes findbar. Ja, so, YouTube habe ich erwähnt. Habe ich irgendwas vergessen? Nö, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. ich glaube, das ist alles perfekt wie immer runtergesagt. Und nächstes Mal werden wir wieder uns in die 30er Jahre verlieren, wenn wir mit Tuesday Morning Ride den einzigen Kurzfilm machen, der für einen Oscar nominiert worden ist von einer schwarzen Regisseurin von Diane Huston und damit auch dann den nicht unsere Oscar-Monat ausklingen lassen, sondern genauso auch das Black History Month dadurch ausklingen lassen. Vor allem Martin danke ich sehr, oder wir danken sehr für eine sehr spannende Diskussion und ich hoffe, wir werden dich bald mal wiedersehen, vielleicht auch ohne Nazis, mit mehr Existenzialismus. Wäre vielleicht auch schön. Gern.
Gern, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, vielen, vielen Dank für existenzialistische Diskussionen, sind wir, wie ihr alle wisst, immer zu haben. Perfekt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tanzt in die Welt hinaus und seid menschlich zueinander. Tschüss, Leute. Tschüss. Ciao. Was natürlich auch ein spannender Bogen schlägt zwischen Susan Sontags faszinierender Faschismus zu Notes on Camp. Das heißt auch, ja, das war ein Irgendwas jetzt gerade, sorry. Ich glaube, das schneide ich raus.